Der folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von Sammlerecke. Comics und Romane. Europas größte Comic-Auswahl in Esslingen bei Stuttgart. Sally möchte auch gerne einen Petsy-Bär haben, der eigentlich ein Roboter ist und der sie aber auch tragen kann und mit ihr auch fliegt. Das ist für mich die schönste Vision der Welt. Ein Petsy-Bär, der das alles kann. Jetzt bin ich schon 62. Meint ihr, ich erlebe das noch, dass wir Roboter haben, wie so, die das mit dem Heli machen? Du sollst ihm in den Schultern zucken und du sollst sagen, ja, ja liebe Heli, ja, ich glaube, Heli. Ich habe irgendwie einen Bericht gesehen, noch anderthalb Jahre, dann sind die da. Hier beginnt die Historie vor der Zeitrechnung im Jahre, nein, auf Seite minus 13 vor Geburt, der eigentlichen Geschichte, mit einem Vortrag über die Wetterberechnung. Parallel versucht ein Häftling aus einem Bunker zu fliehen, allerdings vergeblich. Wir befinden uns im 23. Jahrhundert und die kleine Ali ist in einer ähnlichen Festung untergebracht, eine Art Waisenhaus, denn ihre Oma ist gestorben. Unerschrocken und mit Hilfe ihres She-Man-Androiden in Gestalt eines Teddybärs gelingt der Kleinen die Flucht, die sie durch eine Landschaft führt, die zunächst verödet und tot erscheint, wo aber Trümmer und Wracks von stattgefundenen Kämpfen zeugen. Die Sechsjährige will ihre Mama finden. Und Kindermund tut Wahrheit kund, helfen genau diese Worte beim Passieren der Wachposten und machen den Weg frei in eine überbevölkerte Megalopolis. Ali möchte dort erfahren, wo ihre Mutter sein könnte. Doch die wird als Dissidentin nicht nur von ihr gesucht. Andreas Kiener, Autor und Zeichner aus der Schweiz, hat eine futuristische Welt mit Tusche und Aquarell erschaffen, die zwar in der Opulenz beeinflusst vom Großmeister Möbius ist, aber gerade bei den Charakterdarstellungen mit einfachem, aber sicheren Strich Emotionalität erzeugt. Die in seiner Zukunft verwendete Umgangssprache ist eine Mischung aus abgewandelten chinesischen Schriftzeichen, vereinfachten Piktogrammen und Emoticons. Aber immer wieder tauchen zwischen den Trümmern, wie auch in den kilometerhohen Megabauten, Relikte aus dem 21. Jahrhundert auf. Es gibt im vorliegenden Band Unvermögen, visuell viel zu entdecken. Aber hauptsächlich will man wissen, ob das Kind mit dem Teddybär seine Mama findet. Edition Moderne, kennst du den Kollegen Kienert? Ich habe den kurz gesehen letztens, aber ich habe mich noch nicht mit ihm unterhalten. Und den Comic hast du gelesen oder kanntest du den schon vor unserer Runde hier? Ich hatte den schon zu Hause, aber ich hatte ihn noch nicht gelesen. Und jetzt hast du ihn gelesen, sprich jetzt mit mir. Jetzt habe ich ihn gelesen. Also erstmal, da zum Beispiel ist es so andersrum, dass ich in die Buchgestaltung halt sofort total verliebt war. Ja. Also es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich finde, dass die Edition Moderne traumhafte Bücher macht, habe ich heute schon mal erwähnt. Ich darf ja dich da nur ganz kurz unterstützen dürfen. Allein die Tatsache, dass man hier die Buchstaben nicht bis zu Ende... Nein, das ist so ein Eyecatcher. Das ist so interessant und trotzdem versteht man alles, auch wenn es nicht vorne und hinten abgeschnitten ist. Ja, das habe ich geliebt. Dass hier die ISBN-Nummer ist irgendwie dann so in Metallic und ist irgendwie auch Teil des Kunstwerks. Also absolut. Und die Story hört wirklich auf dem Bucharsch auf. Du hast nicht das ganze Gedöne drüber. Also super originell. Und über diese Originalität spricht es, hat mich auch sofort angesprochen. Und dass es auf Seite 13, minus 13 anfängt, was ja auch geil ist. Ja. Und dann kommt der Titel erst nach so ein paar Seiten und ist wieder so ein schöner grafischer Bruch da. Das ist so originell, dass es irgendwie diese futuristische Idee auch unterstreicht. Ja, und ich war so total, also ich bin halt so eine ziemlich, möchte jetzt nicht faule Zeichnerin sagen, aber so Sachen, die ich zeichne, haben meistens einen Grund, weil ich brauche die dann später noch in der, also ich zeichne jetzt nicht so opulente Hintergründe. Und ich fand das total irre, also diese mehrstöckigen Welten und dann passieren da so viele Sachen, die eigentlich für die Geschichte irgendwie keine Relevanz haben, aber man kann sich so richtig verlieren irgendwie. Man kann nur denken, Kacke, hast du ein Talent, ja. Ich habe mich halt gefragt, was sich Andreas Kiener da aufgebürdet hat, weil als ich fertig war mit dem Band, habe ich gedacht, so jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht und es könnte noch einige Seiten brauchen. Und soll ich dir was sagen? Ich war genauso frustriert. Und dann habe ich diesen Kniff, die letzte Seite auf den Bucharsch zu drucken, plötzlich als richtungsweisend empfunden,
dass ich dachte, okay, du kannst die Geschichte weiterspinnen für dich. Du brauchst die Fortsetzung nicht. Und da war hier dieser Druckkniff für mich praktisch das Sprungbrett, den Comic noch besser zu empfinden oder dem so nachzuschmecken. Oder den auch weiter für mich auszuschmücken. Ja, also ich fand das auch irgendwie mutig, das Ende. Ja. Ohne jetzt spoilern zu wollen, aber man war so kurz irritiert und dann dachte man so... aber ich würde auch noch eine Fortsetzung nehmen. Also wenn ich er auch. Jetzt wollen würde, ist es jetzt nicht... Ich das jetzt einen schönen Gedanken fand, aber ich würde sie empfangen. Ich möchte auch bitte gerne eine Fortsetzung nehmen, weiß aber keine Katze hier in der Runde, ob das geplant ist. Ich habe wirklich ganz pragmatisch nach dem Ende des Buches nochmal geguckt und nach einer Nummer 1 gesucht hier irgendwo so, die mir irgendwie sagt, dass das nur der erste Band einer Reihe ist, aber nicht gefunden. Und es deutet nichts darauf hin, dass es mehr als ein Einzelband ist. Und aber jetzt, Entschuldigung, nein. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich glaube, es kommt keine Fortsetzung. Nee. Ich glaube wirklich, dass die Tatsache, dass die letzte Seite auf den Hintern gedruckt wurde, ich glaube, dass das uns sagen soll, macht euch doch eure Geschichte im Kopf. Also richtig als Fantasie anregende Maßnahme und als solche genial. Da gibt es auch ja die Hinweise eigentlich, finde ich. Aber das ist gut, dass du oder ihr das sagt, weil ich habe mich tatsächlich zwischendurch mal gefragt, ob diese schöne haptische Aufmachung, wo ja auch das ganze Impressum auf der Rückseite ist und innen ja gar nichts und so. Und das eben auf dieser letzten Seite, auf dem Einband aufhört. Zuerst habe ich mich gefragt, ob das eigentlich jetzt nur eine Spielerei ist, ob das ein Gimmick ist, das keine weitere Bedeutung hat. Und auf das, was du eben gesagt hast, was die letzte Seite da bedeutet, bin ich nicht gekommen. Also dieses spinnt euch das selbst weiter und so. Ich weiß auch nicht, ob ich recht habe. Ich habe es so empfunden. Nee, aber das ist zumindest durchaus eine mögliche Interpretation. Das ist tatsächlich auch nicht so erstmal empfunden, weil ich hatte eigentlich schon, als ich einfach gelesen hatte, habe ich gedacht, ja, cooles Ende irgendwie. Und ich glaube, ich hatte dann gestern irgendwie noch kurz mit dem Carsten telefoniert und da kam erstmal so dieses Ding auf mit Fortsetzung. Und ich hatte aber erstmal gar nicht das Gefühl an Fortsetzung. Also für mich war das einfach so ein offenes Ende und es gibt diesen Hinweis, dass... Nee, muss ich wieder spoilern, ne? Ist auch kacke irgendwie. Das ist schwierig. Man hat mir da einen Strick rausgedreht. Ich würde auch lieber anders über die Bücher sprechen. Spoiler. Ja, es ist irgendwie, man muss das, glaube ich, irgendwie hinweisen, dass die Leute dann jetzt ausmachen irgendwie. Müsst ihr noch so ein Schild einblenden. Genau, dann machen wir es jetzt so. Also alle, die das jetzt lesen wollen, sprich jetzt mit mir. Nein, aber es gibt ja eben diesen Hinweis, dass sie dann ja diesen Bären, der mich ja irgendwie in seiner Art an Baymax erinnert hat, diesen Roboter aus diesem Trickfilm mit gleichem Namen, Baymax, ein weißes Ding. Dieses Michelin-Männchen. Genau, der immer so macht und so. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Und ich fand natürlich schön den Namen She-Man und musste gleich an He-Man denken. Ich weiß gar nicht, ob das so von ihm gedacht war, aber ich fand das interessanterweise. Aber sie fragt ihn ja, ob er jetzt lügen kann. Sie macht ja was mit ihm und auf einmal fragt er das, und das war für mich der Hinweis, weil er ja vorher etwas sagt, wo ich gedacht habe, ja, alles klar, die gehen jetzt einfach weiter und im Grunde kann er. Und das ist ja mega geil, weil das ist ja die komplette Fragestellung dieses Buches, so was würde passieren, wir haben diese übermächtigen Schemen und wir halten sie unter Kontrolle, weil sie nicht lügen können, so was könnte passieren, könnten sie es doch? Es wäre, ist dann eigentlich geiler, es nicht zu sagen, also weil das ist ja dann die Frage. Ja, also das ist... Ich fand es irgendwie, aber ja, für mich war es so die Auflösung, dass er vielleicht jetzt wahrscheinlich doch gelogen hat. Aber sie stellt das ja so komisch in Frage. Ich fand das gut. Das hat mir dann gereicht. Keine Frage, wenn ihr sagt, oder wenn ihr sagt, ich mache einen zweiten Band, ich fand den grafisch super, super schön. Kleine Frage an dich. Ist das auch ein Kinder- und Jugendbuch eigentlich, weil das ein Mädchen und ein Teddybär ist? Ja, ist es auch für Kinder oder ist es nur für Erwachsene? Ich glaube, dass das... Also ich glaube, es gibt bestimmt so ein paar Stellen, die ein bisschen komplex von der Erklärung sind, was abgeht. Bei der Aufmachung, beim Durchblättern dachte ich zuerst, offensichtlich geht es in die Richtung Kinder- oder Jugendbuch. Ja, also aber nach diesem Prolog und dieser Schilderung dieser dystopischen Zukunftsgesellschaft und diesen wissenschaftlichen Sachen, dachte ich mir, es kann eigentlich nicht für Kinder sein. Es kommt aufs Alter an. Ja, also nicht direkt oder explizit für Kinder. Also ich meine, wer sich... Naruto anguckt, irgendwie, was da abgeht, irgendwie mit
11, 12 kann dann auch sowas lesen. Da ist das ja dann eher harmlos gegen. Ich glaube also zumindest, dass also auch das junge Menschen das verstehen. Punkt. Ja. Die lesen können, verstehen das auch. Und sehen vielleicht noch mal eine andere Ebene. Also ganz ehrlich, sei mir nicht böse. Ich meine, es ist deine Profession, aber ich war ja mal ein Kind. Und die Fragestellung, die mir gerade anriss mit dem, wenn du nicht lügen kannst und dann plötzlich kannst du es, ist es dann besser, trotzdem zu lügen. Das ist ja gerade ein Kindersujet, finde ich. Ja. Und es gibt ja auch diese Momente, wo sie immer wieder ihren Androiden auffordert, doch bitte so zu reden, dass sie als Sechsjährige das auch verstehen kann. Das ist total süß. Und das ist doch total Kinder- und Jugendlichen. Ja, ja, da, in dem Moment dachte ich ja auch bitte wieder. Bitte mal so reden, dass ich es verstehe. Ja. Ja, aber es ist schön, wie sie ihn aber auch immer manipuliert dann gleichzeitig. Ne? Also um dieses Lügen von ihm ja zu entgehen, immer die Frage oder irgendwas so zu sagen, dass er ja dann sagen kann, ja, sie hat das gerade das Richtige gesagt und das ist ja auch so eine, finde ich auch gut, können Kinder auch ganz gut. Also die Eltern manipulieren. Es wird euch nicht überraschen, wenn ich euch sage, dass ich den wahnsinnig gern gemocht habe. Ich glaube ja heimlich, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich heimlich ein Science-Fiction-Fan bin, so ganz heimlich, fürchte ich, dass mich doch Star Trek 1972 im ZDF in Gummersbach in die richtige Richtung manipuliert hat. Dann mag ich natürlich wahnsinnig Mädchen und Petsy-Bär. Sally möchte auch gerne einen Petsy-Bär haben, der eigentlich ein Roboter ist und der sie aber auch tragen kann und mit ihr auch fliegt. Das ist für mich die schönste Vision der Welt. Ein Petsy-Bär, der das alles kann. Jetzt bin ich schon 62, meint ihr, ich erlebe das noch, dass wir Roboter haben, wie so, die das mit dem Heli machen? Du sollst ihm in den Schultern zucken und du sollst sagen, ja, ja liebe Heli, ja, ich glaube, ich habe irgendwie einen Bericht gesehen, noch anderthalb Jahre, dann sind die da. Comic-Salon, nächstes Jahr Comic-Salon noch nicht, aber dann den Comic-Salon, dann rennen die da überall rum. So, das ist nämlich mein Ulf, der kann Kinderbücher, der kann auch einen Heli trösten. Und er kann nicht lügen. So nämlich. Volker, hatte ich denn bei allem erstmal Irritation und so, mochtest du den Comic? Ja, also das hat mir gut gefallen, auch den fand ich schön zu lesen. Ich fand die Geschichte auch immer interessant, obwohl ich mich tatsächlich immer fragte zwischendurch, wie lange ist es noch? Gibt es also, ich denke da manchmal doch so ein bisschen so in der Richtung, gibt es jetzt noch eine richtige Auflösung oder findet sie ihre Mutter noch und so? Das kenne ich aber auch, das, ne? Dass ich Bücher während des Lesens, dass ich boah, wir haben nur noch 9 Seiten, was soll denn jetzt, wie soll das denn jetzt befriedigend erklärt werden, das kenne ich. Und ich fand es ja auch interessant, also vom grafischen Stil und so, ich glaube, wir haben noch nie mal ein Band von Möbius hier bei uns in der Sendung behandelt, der ja so ein ganz großer kultiger Science-Fiction-Zeichner und Autor ist. Und da, das wurde auch im Film ja erwähnt, hat sich schon so ein bisschen orientiert. Also zum Beispiel, ich habe das Teil hier gesehen und dieses Cover und dann dachte ich im ersten Moment sofort, das ist also Möbius, die bekannteste Serie, das ist die berühmte Eröffnungsseite aus diesem Cover, wo die Hauptfigur hier auch sozusagen hinunterfällt in die Stadt und so. Und da war mir eigentlich sofort klar, dass das bestimmt eine Anspielung darauf sein soll. Und da hat er so einige Sachen drin. Eine Frage, die ich vielleicht auch euch mal stellen würde, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie deutet ihr den Titel? Unvermögen, ist das Unvermögen des Petsy-Bären, der da, er kann ja nicht lügen. Genau, dass er nicht also das tun kann, was sie gerne möchte oder was seine Programmierung ihm entgegensteht. Aber gleichzeitig, entschuldige, wenn das ist so, ich komme mir gerade vor wie in der Schule. Wie deutet ihr das? Nein, weil ich merke, wie die Assoziationskette bei mir losgeht. Ich glaube, dass dieses Unvermögen, der Titel Unvermögen, sich sehr vielschichtig auf sehr viele Bereiche dieser Gesellschaft bezieht. Weil ich dachte auch, das Unvermögen der Menschheit. Es war das Unvermögen der Gesellschaft, die Welt am Überleben zu lassen. Genau, mit dem Planeten richtig umzugehen. Ja. Und solche, also deswegen kamen mir so mehrere Ideen, was es vielleicht bedeuten könnte, weil es ja auch ein ungewöhnlicher Titel trotz allem ist für die, der auch erstmal sehr, finde ich, Aufmerksamkeit. Ach, weißt du, was mir so gefällt, deswegen bin ich so dankbar. Also ich finde, aus diesem Comic sprotzt einfach nicht nur Können des Künstlers, sondern auch wirklich Intelligenz. Das ist das, was ich auch ein bisschen meinte mit dem fucking Sakura. Heißt das so? Ja. Ja. Nein, das ist dieser Sonntagsnachmittagsfilm und dann gibt es einen Comic, wo das Sally liegt und denkt und denkt und am nächsten Tag noch denkt und heute mit euch nochmal drüber nachdenkt und dann ist es Sally sehr glücklich, wenn es solche Art von Nahrung bekommt. Das ist ein gutes, nachhaltiges Essen für ein Sally. Versteht ihr mich? Hast du eigentlich gesagt, wie du denn findest, den Comic? Den? Ja, gut, ich habe die jetzt alle bekommen. Definiere das dann immer so, es gibt
Comics, die kann ich ja jetzt hier unter diesem Aspekt bewerten, kann was dazu sagen und kann die gut finden oder weniger gut. Und von der Art her, also jetzt abgesehen davon, dass ich guter Freund vom Frank bin, das ist jetzt mal außen vor, das ist jetzt der einzige, den ich mir auch gekauft hätte. Also einfach von dem, wenn ich es gelesen hätte, worum geht's, was passiert, den Augensammler hätte ich vielleicht wegen dem Artwork einfach nur geholt. Wäre vielleicht so, aber wahrscheinlich auch nicht wirklich, weil es einfach zu viele Szenen drin sind, wo ich jetzt denke, oh, dann hätte ich lieber darauf gehofft, dass irgendwie aus den besten Szenen mal, weiß ich nicht, ein Portfolio oder so mal rausgebracht wird. Irgendwie eine kleine Druckreihe von den spannendsten, also von den atmosphärischsten Szenen oder ohne so. Ohne die Story. Was genau, ohne dieses ganze, die komisch eingewickelte Krankenschwester mit dem Geschwür und so. Also so. Und das ist aber, wo ich gesagt habe, da bin ich ja auch bei dir, wo ich sage, schön aufgemacht, einfach toll, irgendwie typografisch toll durchdacht. Und das ist dann sowas, wo ich sage, das möchte ich auch gerne im Regal stehen haben. So. Und immer mal wieder reinzugucken. Neben der Haptik und dieser herrlichen Aufmachung, was hat dir am besten gefallen an dem Comic? Das kann ja nicht nur das Äußere sein. Nee, also bist du auch so eine Science-Fiction-Freundin? Ja, ich bin schon zu haben für Science-Fiction. Ich lebe das auch nicht so oft aus, aber ich habe mich so letztens, bevor ich diesen Comic gelesen habe, Dune geguckt und einfach so jetzt nicht so ein bisschen angestoßen davon, habe ich dann nochmal drüber nachgedacht und dachte, dass ich eigentlich irgendwie zu wenig Science-Fiction-Sachen gucke, dass ich das eigentlich mich da eigentlich schon für begeistern kann. Ja, du bist doch Zwilling. Ne? Entschuldigung, wieder. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber das ist schon irgendwie spannend. Also ich bin ja diejenige, die oft es nicht versteht, Science Fiction, ne, mit einem großen Fragezeichen. Ich sage nur Odyssee im Weltraum, 2000 Gedönsrad. Ja, alle, Kult. Und ich komme aus dem Kino rausgeschlupft, habe ich nicht verstanden. Ach, das haben die anderen auch nicht alle verstanden. Auch danke, wenn sie da du bist lieb zu mir. Das ist auch so. Ich glaube nicht, kaum jemand dir das Ende von 2001 tatsächlich richtig. Du bist ein guter Freund. Aber das mag ich daran auch, also an so, dass man das dann manchmal nicht genau weiß, wie das eigentlich gemeint ist und so. Und den Comic habe ich jetzt vor, keine Ahnung, 3 Tagen gelesen und ich würde ihn jetzt nochmal lesen. Und das, also so, weil ich das Gefühl habe, ich kann da noch was raus, ich habe das noch nicht alle und so. Und ich mag irgendwie Comics oder ich kaufe mir gerne Comics, die ich mehrfach anschauen will. Und das habe ich da gleich geahnt, weil sonst andere Comics, die ich nur einmal lesen will, leih ich mir eher aus der Bibliothek. Ihr seid wunderbar. Ich möchte mich bei euch herzlich bedanken. Heute ist ja der 17. Dezember, Beethovens Geburtstag. Ich wünsche euch und euren Lieben sehr schöne, besinnliche, ruhige Feiertage. Irgendwie in 2022, wo mal wieder die Post abgeht. Ich fange jetzt kurz an mit dem Abschied. Glaubt nicht, dass ich dich vergessen habe, lieber Kardinal. Aber erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr gekommen seid. Euch alles Gute wünschen für Weihnachten und das Neujahr. Und jetzt holt ihr euch erstmal euren Applaus von 5 Leuten, die wie 50 klatschen, ab. Und jetzt möchte ich meinen lieben Freund und Produzenten, lieber Kardinal, halt, bevor du mir das gibst, stell dich bitte kurz vor den Monitor, damit unsere liebe Nation sich davon überzeugen kann, dass du die schönste Elfenmütze aufhast, die ein Produzent überhaupt aufhaben kann. Wo habe ich sie her? Das hatte Sally, aber wo habe ich sie her? Ich weiß nicht mehr, wo ich die her hatte. Aber er hatte die Wahl zwischen der schwarzen Mütze, die Tillmann letztes Jahr aufhatte bei mir im Wohnzimmer, und der Elfenmütze. Und dann habe ich gesagt, es muss ja wohl die Elfenmütze sein. Wenn, dann richtig. Du hast zu mir gesagt, Helly, ich habe ein Weihnachtsgeschenk für dich. Möchtest du das in der Sendung auspacken oder unter der Tanne? Ich habe gesagt, Kardinal, das möchte ich lieber unter der Tanne auspacken. Dann machte er ein trauriges Gesicht, weil ich wusste, er wollte gerne, dass ich es hier unter den Jubelschreien der Anwesenden auspacke. Hast du das so eingepackt? Ja. Nein. Ja. Komm, sag, dass es die Flori war. Nein. Echt, kannst du so gut einpacken? Guckt euch das mal an. Die Nähte. Aber so, dass man es gut aufreißen kann. Darf ich aufreißen? Ja, immer ruf. Ui, das sieht schon wieder high collectible aus, wenn ich schon das Noppenpapier sehe. Aufregend, aufregend, aufregend. Jingle Bell. Oh,
Schatz, hilf mir mal bitte, Vater. Warte, halt. Mach das einfach mal auf. Die China-Folie, der Duft aus China. So, jetzt bin ich gespannt, liebe Freunde. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, nee, ne? Was Großes, Schweres. Also jetzt muss ich aber mal die alte Brille ablegen. Also das ist zu einem Comic, das dir extrem gut gefallen hat, nämlich die Kong Crew, eine Special Edition Variante. Und von der Ausgabe mit Originalzeichnung gibt es tatsächlich nur 10 Stück. Und jetzt sage ich dir was. Vorgestern liege ich in meinem Bett und denke, boah, die hat die Kong Crew so gut gefallen. Da gibt es doch bestimmt schon einen zweiten Teil. Ist das hier der zweite mit drin? Echt dein Ernst? Es sind sogar zwei Teile noch hinten dran und die sind hier auch schon. Ja, wenn ich das mal eben unseren lieben Zuschauern und Zuschauerinnen erklären darf, die nicht dabei waren. Was hast du? Halten. Ah, gerne, ja. Du bist lieb. Die ganze Runde hat hier schnarchend in ihren Sitzen gesessen und ich habe gesagt, das ist genau das, was ich brauche an einem Comic. Und das finde ich super aufmerksam. Habe ich das dem Steffen zu verdanken? Nicht wirklich, sondern ich habe mitgekriegt, dass es das geben wird und habe mich mit Panini, nicht mit Steffen auseinandergesetzt, sondern mit dem Vertriebsmensch und habe gesagt, für Heller muss ich davon eins haben. Und er so, aber es sind so viele vorbestellt und so. Ich so, du mach es bitte möglich und er hat es möglich gemacht. Also, ich möchte mich vom Herzen bedanken bei allen, die das möglich gemacht hat. Bei dir, lieber Kardinal, dass du so ein wunderbarer Freund bist und so ein toller, treuer Produzent, der durch alle Unwegsamkeiten diese Show und auch ein Heli und uns alle schippert. Vielen Dank auch bei meinen tollen Kameramännern, beim Tillmann, Volker, den Experten, bei den immer wieder motivierten Gästen, die kommen und beim Carly vom Herzen Dank. Danke beim Planeten Nippes und danke dafür. Da wollen wir mal hoffen, dass ich meinen Hintern bald in den Rahmenladen schiebe und dass du dann kommst und irgendein Bild abhängst, wo ich das dann dafür aufhänge. So machen wir das. Ich glaube doch nicht, dass ich noch Platz in der Bude hätte. Ihr Lieben, frohe Weihnachten oder wenn ihr es danach guckt, habt ihr vielleicht auch schon, egal, ihr wisst, was ich meine. Danke für eure Treue. Vielen, vielen Dank. We wish me a very Christmas, we wish me a very Christmas, we wish me a very Christmas and a happy new year. Dankeschön! Yeah. Danke schön.